Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Das gewohnte Team wird Sie also auch am heutigen Tage wieder durch das Spiel begleiten. Brent Biev gegen PSV Eindhoven. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst, die wollen zeigen, was sie drauf haben. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Klasse Einsatz. Kevin Mensah. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Gutierrez. Rizzo Doan. Was erwartest du heute von Mario Götze? Buschi. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig. Aber das ist jetzt die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Eran Zahavi. Vielleicht die Führung jetzt. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schirmt den Ball da super. Rizzo Doan. Eran Zahavi. Platz für die Flanke. Er blockt die Hereingabe ab. Sie bekommen den Abstoß. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf den Führungstreffer. Da zeigt er seine Schusstechnik. Ein tolles Tor. Gute Idee hier, aber das Abspiel nicht präzise. Das Pressing ist da. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Jetzt können Sie den Angriff starten. Nun Götze. Eran Zahavi. Der Angriff jetzt, das machen Sie gut. Stark verteidigt. Sieht gefährlich aus. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Ecke kommt in die Mitte. Vene. Und nun Götze. Die Chance auf den Konter. Weiter gefährlich hier. Er spielt steil. Rizzo Doan! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell.
Sigurd Rostedt. Das könnte was werden. Da setzt er sich gut durch. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Hier ist noch alles drin. Mauro Junior. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Rizzo Doan. Eran Zahavi. Er passt gut auf und hat den Ball. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Er hat im ersten Spielabschnitt aus meiner Sicht eine fantastische Leistung gezeigt. Wie siehst du das, Buschi? 2 Tore hat er heute schon bejubeln dürfen. Es riecht nach einem Erfolg, würde ich sagen. Eindhoven geht mit der Führung in den zweiten Abschnitt. Mal sehen, wie das Team jetzt wieder ins Spiel reinkommt. Und Götze. Götze mit dem Ball. Gutierrez. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Könnte der Ausgleich sein. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Götze am Ball. Jetzt Götze. Und da holt er sich den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Eran Zahavi. Eran Zahavi. Klasse gemacht vom Verteidiger. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Da suchen sie jetzt die Lücke. Die Chance hier. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Rizzo Doan. Eran Zahavi. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Spielt den Ball wieder zurück hier. Vielleicht die Führung jetzt. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein 3. Tor im heutigen Spiel. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel.
Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie suchen die Lücke. Das Zusammenspiel läuft richtig gut bei Ihnen. Pass um Pass kommt da an. Die Spieler bieten sich an, gehen in die Räume. Das ist gut. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. 5 Minuten. Dann ist die reguläre Spielzeit um und das Resultat ist denkbar knapp. Nur ein Tor trennt die beiden Teams. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Guter Zweikampf. Ja, könnte was werden. Der passt. Ausgleich. Kurz vor Schluss treffen sie hier doch noch. Eine Wahnsinns-Schlussphase. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten.